Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute, Future, was ist heute? Heute ist kein normaler. Ihr könnt schon im Hintergrund sehen. Nein, das ist kein Wohngebäude, wo wir wohnen. Gibt's keine Roomtour heute. Wir sind heute in Wiener Neustadt und ja, wir spielen heute beim Charity Event von Dominic Charity. Team. Super, Dominic Mann, Team. Mann. Dominic Team hat das Ganze hier organisiert und ja, heute sind insgesamt zwei Spiele. Bis jetzt heute das erste Mal Ostwiener live am Fußballfeld. Oh, richtiges Match von uns mal. Da haben alle gewartet, Deswegen, ja. Ihr müsst jetzt schon mal den Daumen nach oben komplett springen und ja. Genau, in unserer Mannschaft werden heute spielen Rappi, dann alle von den Abstauber. Roman Wallner, die Legende. Prohaska ist hier. Und wisst ihr, wer unser Trainer ist? Opelpack Toni. Toni Polster ist unser Trainer. Das sieht anscheinend, dass wir einen Fehler machen. Da geht sich aus. Sobald wir einen Übelstein machen, erhalten. Wäre eh lustig. Ja, wie gesagt, bleibt dran. Wir gehen jetzt da in die Kabine, ziehen uns um. Dann geht es eh schon am Feld. Wir nehmen uns natürlich überall mit. Und wahrscheinlich auch mit der Kamera auf dem Spielfeld. Deswegen ja. Wir sehen uns später. Sexy Vitro. Wie Pro Clubs. Du hast eingestellt, langärmlich, aber ohne Handschuhe. Red dich mal, wie heißt du heute? Ich heiße Daniel. Oh, Daniel, Bruder. Ja, was tun ich? Das ist meine Hand, Bruder. Ja, du spielst doch früh, wie du mich. Also 4-4-2 in der Abwehr von links nach rechts Toni Zehetbauer, in der Mitte Jean-Claude und Thomas Bayerl, rechts hinten Mike Mendoza, das Mittelfeld ganz links außen David König, in der Mitte der Roman Haller und der Philipp von Bosviena und im Sturm wahrscheinlich den Krabi aufstellen, der aber einen Bändereinriss oder so hat. Der muss erst schauen, ob er spielen kann. Und der Beef wird beginnen. Den werden wir dann nach 10 Minuten auswechseln und gegen einen Muskelfaser. Gleichwertig sogar ein bisschen besser den Austausch. Das heißt Geht's dir ein Knöchel, alles gut? Nee. Bist einfach so. Oh. Mike, bist du motiviert? Zeig ein bisschen was. Ja, genau, ja, einfach so spontan. Ich hätte mir schon 4 Knöchel gebrochen. Jetzt da, locken wir gleich ein. Ich spiele in der Startelf, ich spiele in der Mitte, rechts in der Mitte. Dennis, du kommst dann rein. Sicher. Ich würde sagen, Tor geht sich aus. Muss. Dies gerade, bist du motiviert? Bist du jetzt da oder was? Nein. Daniel! Daniel! Wo ist Hip Hip Hurra? Gibt es das nicht mehr, oder was? Ja. Die Jungs, was motiviert? Ja. Viel Glück. Wie viel wird es ausgeben? Das muss man brauchen. Das heißt, ihr braucht. 3-1 für? Euch. Oh, Ehre. Ich glaube, ich mache Hattrick. Bist du der Bart? Da gibt doch. Da gibt doch Zeit. Wenn die ganze Zeit hin und her spielen. Das sind Tennisspieler. Sind das wirklich alles Tennisspieler? Also die Hälfte der Mannschaft ist deine Spieler. Aber Sportler, wie das sonst nicht. Gut verteidigt. Ich war drauf. Wow. Der braucht das Sauerstoffzelt jetzt wirklich. Wow.
Bicho! Der Beef rennt mit! Was? Versucht wird zu ermöglichen, oh, die Wir haben einen super Goalie. Wo hast du den einkauft? Geh mal rüber. Roma. Roma, komm! Gut auf, ganz hart! Wicker meine! Aber Roma, bitte pass auf, häng an! Wechselt jetzt schon das erste Mal. Ja, sicher. Sehr bekannter junger Mann. Der Big beschwert sich. Ich hab da gesagt, den müssen wir drin lassen. Ich hab den fit gemacht. Ich hab dir das gesagt. Nummer 10 wird dann Roman Weiner. Aus welchem Problem? Der Big seinen Stürmer. Herunter vom Feld. So ein Scheiß erst. Und der Roman Weiner. Das ist kein Ballbübel. Was ist denn hier? Das ist kein Ballbübel. Jetzt hier geht er mit dem Ball fahren weg, was soll ich machen? Du siehst falsch, Colin. Er haut ihn drüber. Sicher eine. Das gibt's ja nicht. Was hast du probiert? Was hast du probiert? Na, es hat langsam die Möbel getan, wenn die Arme nach diesem. Er schupft ihn. Also Leute, 4-4, Stand am Ende. Dennis ein Assist, ich ein Tor und ein Tor. Assist. Also insgesamt 3 Torbeteiligungen. Im Elfmeterschießen verloren, aber ja, hat Spaß gemacht. War ungewohnt am Anfang, extrem. Das habe ich ungewohnt am Anfang. Ich würde sagen, wie das wir auch das erste Mal zusammen gespielt haben, so zusammengewürfelt irgendwie. Vielleicht haben wir echt gut gespielt und war eigentlich die bessere Mannschaft, muss man auch sagen. Okay. Leute, gebt dem Video auf jeden Fall ein Like und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt. Was kommt als nächstes? Was machen wir? Als nächstes kommen wir oder beziehungsweise gehen wir wieder euch da draußen, euch Abonnenten wieder zuschauen. Also schreibt uns an, wo ihr spielt, welche Position und wann und wir kommen euch zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht es gut.